Hallo Medal of Honor Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und ja, willkommen zu meinem allerersten Medal of Honor Gameplay Video. Ja, wie ihr seht, ich saug mir gerade die Beta runter. Gott sei Dank, angekündigt war sie ja für 18 Uhr. Letztendlich ist er um 22 Uhr rausgekommen, aber lieber spät als nie. Was erwartet uns jetzt? Ja, es ist eine Public Beta exklusiv auf der Xbox 360. Gespielt wird nur eine einzige Karte, es wird nur eine einzige Spielmodi geben, der sich Hotspot nennt. Insgesamt ist Medal of Honor irgendwie das kleine Battlefield, kann man sagen, weil es gibt so, was im Battlefield das Squad ist, ist im Medal of Honor das Fireteam. Das Fireteam besteht aus zwei Mann, die sich gegenseitig ein bisschen supporten können, dienen halt auch als Einstiegspunkte. Und was erwartet uns noch? Wir haben sechs Klassen zur Verfügung, angefangen vom Sniper über eine Klasse, die sich Assault nennt, Demolition, Pointman, Spec Ops und Heavy Gunner. Jede Klasse unterscheidet sich von den Waffen, die sie hat und den Spezialfähigkeiten. Also da, ich bin selbst gespannt. Ich habe jetzt nicht allzu viel darüber rausgefunden, wie sich die Waffen jetzt konkret unterscheiden, aber das machen wir jetzt einfach alles mal gemeinsam. Also ich bin schon richtig gespannt. Ich habe mich auch schon warm gestoben in Call of Duty. Also ich bin bereit für jede Schandtat. Und ihr seht, das Ding ist vorbei. Gut, dann, wo geht's ab? Da geht's ab. Ihr seht schon, da rotiert Call of Duty in meinem Laufwerk. Und ich hoffe einfach mal, dass Medal of Honor bei mir wieder so dieses Ich möchte Shooter zocken Gefühl wieder zurückbringt. Yeah. Gut, Intro haben sie sich gespart, wie es aussieht. Scheiß auf Intro, wir wollen töten. Erstmal gucken wir uns mal das Menü ein bisschen an und schauen uns das Ganze mal an. Medal of Honor ist übrigens auch im Battlelog mittlerweile verfügbar. Also da kann man dann so seine Statistiken und so einsehen. Da bin ich schon mal richtig gespannt. Im Moment ist da relativ wenig drin, aber sie haben schon mal einen Anfang gemacht und Electronic Arts wird auf jeden Fall das Spiel sehr, sehr pushen. Weil es tritt ja indirekt gegen Black Ops 2 an. So, wie wir sehen, wir haben Multiplayer und Spiel beenden. Ah, jetzt stellen wir uns erstmal in den Bildschirm richtig ein hier, dass es ordentlich passt. So, und das machen wir auch noch ein bisschen größer hier. Volle Kanne, das sieht gut aus. Okay, Änderung speichern. Oh, Origin, warum auch nicht? Jetzt auch auf der Xbox 360 verfügbar. Ja, Origin ist ja das Steam von Electronic Arts. So, und hier sehen wir schon unsere, die verschiedenen Klassen. Was haben wir hier? Ogre, Kanadischer, Navy Seal. Also, das ist ja Wahnsinn. Hier sehen wir auch oben rechts so ein paar Statistiken. Gibt es ja noch verschiedene Klassen. Wir sind Deutscher. Wir machen mal die KSK. Ah, die unterscheiden sich durch Beweglichkeit und so. Der Deutsche hat eine große Vergrößerung. Was auch immer das heißt. Also, da bin ich jetzt mal echt gespannt. Was haben wir hier? Nix. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, nimm halt. Ah, Auswahl bestätigen. Dieses Konto wurde nicht auf Battlelog eingerichtet. Möchtest du? Ja, mach. Gut. Schauen wir uns das Menü mal an. Sieht ein bisschen anders aus als bei Battlefield. Hier unten rechts sehen wir schon, da gibt's hier. Der Gigi Albo ist schon fleißig am Daddeln. Mein Soldat. Ah, da haben wir'n. Okay. Was haben wir hier? Ist alles noch gesperrt. Pionier. Also hier sehen wir das. Scharfschütze. Angreifer. Das ist Assault, was ich gesagt hatte. Pionier. Kanonier. Das ist der Heavy Gunner. Speer. Spec Ops. Wir können nur einen wählen. Den nehmen wir mal. Auswählen. Was gibt's denn noch? Waffe wechseln. Uiuiuiui. Okay. Ja, das sieht doch schon mal richtig gut aus, Leute. Oder was sagt ihr? So, auf den ersten Blick. Gut, hier ist alles gesperrt, also wir haben noch eins. Waffenauswahl bestätigen. Alles ein bisschen umständlich gemacht, finde ich, aber. Alter Schwede. Also die Vorschau ist schon mal richtig nice, muss ich sagen, im Gegensatz zu Battlefield. Yeah, hat was. Laufkonfiguration. Ändert sich auch optisch, also richtig, richtig schön. Was haben wir hier? Mündungsfeuerdämpfer, ja oder nein? Ah, hier verschiedene Aufsätze, Schulterdinger da, Griffstücke, Magazinstil. Selbst das kann man ändern. Muss man sich auch alles freispielen. Und Tarnmuster. Ja, wer kennt das nicht aus? Oh, schön, legt das hin. Ist alles gesperrt.
Gut. Das sieht schon mal richtig gut aus. Platoon kann man auch wieder erstellen. Da würde ich mal sagen, wir machen jetzt einfach mal halt meinen Soldat nochmal, weil... Was habe ich jetzt hier gewählt? Das lassen wir einfach mal drin, genau. Auf geht's. Spielersuche. Ich bin ja mal echt gespannt. Entschuldigung. Also ich werde das erste Gameplay mal so eine halbe Stunde ungefähr machen. Einfach mal so ein, zwei Runden zusammen mit euch zusammen daddeln. Damit ihr auch relativ schnell an das Video dann rankommt. Und ja, dann werde ich einfach mit meinen Kollegas noch ein bisschen zocken. Aber erstmal sind wir jetzt gemeinsam auf der Pirsch. Daten werden runtergeladen. Ja, Krisengebiet ist ja, glaube ich, die einzige Map, die wir hier zu sehen bekommen. Das ist, glaube ich, auch die Map, die wir schon in den Trailern zu sehen bekommen haben. So, den machen wir. Machen wir sie alle. Ja, aber sowas von. Okay, erstmal gucken, wie ist die Steuerung hier. Wir können doch nicht loslaufen. Die Runde beginnt. Wer klotzt mich an? Okay, was ist... Okay, das sieht gut aus. Wir haben einen kleinen Zoom drauf. Gut, wir laufen mal hier. Grafik, Frostbite 2, sei Dank. Sieht das Ganze richtig gut aus. Hier ist auch eine leichte Bewegungsunschärfe drin. Also wenn wir laufen, verzieht das Bild ein bisschen. Gut, die Schüsse hören sich schon mal richtig geil an. Ich bin eigentlich nur gespannt, wann ich hier drauf gehe das erste Mal. Okay, ich habe jetzt auch einen Squad-Member drin. Okay, es ist halt die Frage, hier rechts läuft... Hier rechts lief gerade einer. Okay, First Blood, den haben wir geholt. Hier rechts ist, hier links ist einer. Gefällt mir richtig gut, Leute. Okay, da kam der nächste. Das scheint ein Spawnpunkt gewesen zu sein. Oh, die Einstiegspunkte sind natürlich richtig heftig, wenn ich das so sehe. Buddy Spawn machen wir mal. Da können wir nicht bei unseren Typen gleich einsteigen. Das geht halt nur, wenn man diesen Dings hat. So, in so einem Buddy, in so einem Fireteam drin ist. Oh, da liegt einer links. Granaten, haben wir sowas? Haben wir, wie es aussieht, nicht? Ziehen wir uns mal ganz kurz zurück. Die Gesundheit regeneriert sich übrigens. Wenn man eine Weile wartet, ähnlich wie im Battlefield, ihr seht das schon rechts. Gut, die müssen, wie es aussieht, alle Ziele zerstören. Am Anfang sind das relativ viele. Aber das werden von Zeit zu Zeit natürlich weniger. Okay, auf rechts ist ein Messerkill. Das sah ja schon in der in dem Trailer richtig böse aus, wie die Messerkills aussehen. Schauen wir, ob wir hier irgendwas... Okay, hier sehen wir nichts. Probieren wir es einfach nochmal. Was ist jetzt ducken hier? Ist alles auf jeden Fall taktischer. Die Karten sind relativ klein, ähnlich wie Call of Duty zu vergleichen. Was ja nichts Schlechtes ist. Hier rechts wird geschossen. Okay, den haben wir. Hier ist noch einer. Wow, okay, da war hinter uns einer und vor uns einer. Gut, die haben jetzt eins geholt. Aber das ist jetzt hier, ich mache wieder Buddy-Menü. Also Buddy-Spawn. Das geht nur im Fireteam wohlgemerkt. Das geht nirgendwo anders. Ansonsten spawnt man immer in der Hauptbasis. So, hier hinten waren da vorhin welche. Da ist er. Also... Das Geschieße allein, Leute, das ist richtig geil. Man hat ein leichtes Verziehen drin. Wie ihr sicherlich auch seht. Aber die Waffe kann man ja... Okay, zurückziehen. Okay, ich würde gerne mal wissen, was eine Handgranate ist. Also RB ist Handgranate. Habe ich mal was geworfen hier. Da noch eine dahinter. Okay, hier kommt unser Typ gerade her. Wir laufen einfach mal ein Stück weiter. Da hinten ist einer. Oh, 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 oh. Also man stirbt nicht ganz so schnell wie in Call of Duty. Aber man kann auch bei weitem nicht so viel einstecken wie zum Beispiel im Battlefield. Also das geht alles deutlich schneller. Ist alles ein bisschen auf Instant Action ausgelegt. Aber ich finde das geil, Leute. Das macht richtig Gaudi. Auch wenn man sich ja erstmal reinfinden muss. Ich denke mal, da kommt eine richtig Stimmung auf, wenn man mit seinen Kollegen spielt. Also so zwei Buddy-Teams, denke ich mal, die rocken richtig. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir da vor an der Front kommen.
Okay, Waffenanimation fehlt noch beim Nachladen. Ah, das kennen wir ja auch schon von Battlefield. Gut, Granate da mal hinter. Gut, es gibt auch so Abschussbelohnungen. Gut, und mein Buddy ist draufgegangen, deswegen habe ich jetzt hinten den Typen rot leuchten sehen. Okay, nochmal nachladen. Manchmal ist es halt doch ganz gut, auf seinen Kollegen zu warten. Ja, hau mal eine Granate hinter. Okay. Aber ich habe einen geholt, Leute, mit einer Granate. Sehr schön, sehr schön. Fireteam, genau. Buddy in Gefahr. Wenn ich Rückzug mache, würde ich halt im Dings spawnen. In der Haupteinsatzzentrale. Und mein Buddy sehe ich halt immer so leuchtend, so ein bisschen. Ich denke mal, das haben sie gemacht, damit man einfach ihn auch nicht verliert. Gut, kommen wir hier durch. Kommen wir auch rüber. Gut. Je weniger Ziele die natürlich zum Angreifen haben, umso verhärteter sind die ganzen Fronten, würde ich sagen. Also die Karten, ihr seht schon, relativ stimmungsvoll gehalten. Da hinten läuft einer. Bodykill. Okay, laden wir nochmal nach. Das mit, was ist ein Hinlegen in diesem Scheißspiel? Das ist Springen. Okay, der hat mit uns nicht mehr gerechnet, würde ich sagen. Okay. Da muss ich nochmal schauen, was Hinlegen ist. Erledigt von... Ja, sieht man ja auch so ein bisschen wie bei Call of Duty so ähnlich, dass man halt die Embleme sieht. Ja, jetzt sehen wir hier, ich würde dich jetzt in der Hauptbasis spawnen. Was ich jetzt auch gemacht habe, weil mein Kollege, glaube ich, draufgegangen ist. Gut, aber die schaffen es, wie es aussieht, nicht das zweite Ziel auszuschalten. Okay, wieder vor an der Front. Oh, Granate. Diesmal haben sie mich geholt. Wow. Gut, mein Buddy kriegt auch schon übelst auf den Sack. Das bohren wir jetzt gleich mal wieder. Okay, das mit den Abschussbelohnungen muss ich mir echt nochmal anschauen. Keine Unterstützungsaktionen verfügbar. Also der Sound ist echt genial. Also da Hütchen ab, was sie da gezaubert haben. So, ich laufe mal hier hinten rum. Laufen wir mal ein bisschen hier. Ich will auch halt die Karten auch ein bisschen kennenlernen. Was ist denn das da? Ah, muss ich hier... Machen wir halt mal kräftig Bumm, oder? Wir müssen die ganze Zeit das Zeug in die Luft jagen, Leute. Mann, bin ich ein Troll. Okay, jetzt muss ich bitte aufpassen hier. Okay, wir passen mal auf den Tunnel da unten auf. Ja, nicht wundern, wenn ich gerade so wieder meine Klappe halte. Ich konzentriere mich gerade so ein bisschen. Weil es ist richtig, richtig spannend, das Ganze, finde ich. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, so nach den ersten Minuten ist... Oh, hier. Luftangriffe. Kann dieses Spiel Call of Duty gefährlich werden? Kann dieses Spiel Battlefield gefährlich werden? Kababum. So, ich hab... Jawohl, wir haben 3 von 5 Zielen erledigt. Diese Folge haben wir gewonnen. Und ich muss sagen, hat was. Fireteam Delta. Ah, jetzt sehen wir nochmal so eine Punkteübersicht. Dein Team hat gewonnen. Wir sind Delta, wir waren das beste Ding. Wir haben 1 gesprengt. 7 Abschüsse, 6-mal draufgegangen. Hab ich das richtig gesehen? Hier sehen wir schon, es gibt ein paar Pünktchen dafür. Ich denke mal, es geht jetzt aktuell richtig schnell zu leveln. Weil, ja, die wollen natürlich auch schauen, wie schnell schalten die Leute das Zeug frei. Gibt es irgendwo noch Fehler? Weil, ja, das wird ähnlich so sein wie beim, wie komme ich da oben hin? Wie bei der Battlefield-Demo. Battlefield 3 Beta, da war es ja auch so, dass man relativ schnell leveln konnte. Weil die einfach nur testen wollten, ja, wie verhalten sich die Server, wie verhalten sich die ganzen Freischaltungen. Und was anderes ist das Ding ja unterm Strich nicht. Hier sehen wir nochmal Aktionsbelohnungen.
Kampagnenbelobigungen, also hier gibt es richtig viel. Was haben wir noch? Tabelle, nochmal eine Übersicht. Okay, 7 zu 6 ist jetzt noch nicht der Hit. Aber wir tasten uns ran. Hier können wir nochmal hier die ganzen Leute anschauen. Zum Beispiel hier der Typ da, Spielerinfo öffnen, Spielerkarte. Also ähnlich wie im Battlefield, das kennen wir ja da schon. Gut, ich habe gerade auf die Zeit geschaut. 15 Minuten, ich glaube, wir machen noch eine Runde gemeinsam. Vielleicht können wir mal Defense spielen, damit wir so beide Runden mal sehen. Oder müssen wir uns jetzt wieder zum neuen Server suchen? Nein, müssen wir nicht. So, wie es aussieht, muss man einfach als Assault anfangen. Alles andere ist gesperrt. Meinetwegen kann's losgehen. Ja, meinetwegen auch. Gut, Vorrunde, Klassenwechsel, was haben wir denn jetzt hier? Hier ist alles gesperrt. Pionier, steht da irgendwo warum? Gesperrt, leichtes MG, Sturmgewehre. Okay, jetzt machen wir, wie es aussieht, Defense. Jetzt müssen wir verteidigen ohne Ende. Okay, ihr habt da hier auf der Karte, seht ihr auch, da hinten. Also der Buddy wird immer markiert, egal was der Honky Tonk macht. Man muss immer ein Auge auf den Typen haben. Sollte man zumindest. Wir machen jetzt aber erstmal bitte unser eigenes Ding. Ich will jetzt einfach auch nicht hier großartig dem hinterherrennen. Wenn wir mal bitte gucken hier, die Karte noch ein bisschen erkunden. Hier ist einer. Hossa die Waldfee. Der hat eine G3A3. Ah, das ist natürlich auch von den Nationalitäten abhängig, denke ich mal. Waffe wählen. Okay, konnte ich jetzt nichts wählen. Müssen nochmal kicken. Vielleicht ist die Waffe, die ich aktuell habe, bei der Nationalität. Das war gerade ein Gegner, Leute, neben mir. Ich habe es überhaupt nicht gepeilt. Aber man hat gesehen, dass die Aim-Funktion ein bisschen mitgezogen ist. Okay, den haben wir. Also die zocken alle G3A3. Ich weiß nicht, was ich da im Moment habe. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich habe auch ein G3. So, wo ist mein Buddy da vorne? Jetzt müssen wir natürlich die Bombe entschärfen. Das hat so einen Touch von Rush so ein bisschen mit. Okay, hau mal eine Granate darüber. Hier habt ihr jetzt gerade gesehen, der Buddy wurde abgeknallt. Und da wird der Killer sofort markiert, dass ich hier nicht in denselben Hinterhalt reinlaufe. Okay, die Explosion hat jetzt gefehlt. Und wieder bin ich tot. Ne, es gibt verschiedene Waffen, wie man sieht. DD, was auch immer das jetzt für eine Waffe ist. Buddy Spawn. Optik, Mündung. Ah, hier kann man doch ein bisschen was ändern. Das machen wir mal ganz schnell. Das ist aber alles gesperrt. Das finde ich ein bisschen. Mustergruppe haben wir auch nichts. Ich würde zum Beispiel einen Schalldämpfer oder sowas oder ja gar nichts draufschrauben wollen. Magazinstil. Alles gesperrt. Müssen wir erst wieder hier irgendwelche Experten oder so sein. Okay, Buddy. Er ist natürlich am Anfang, bei jedem Shooter muss man sich echt das mal dran gewöhnen. Gott sei Dank ist es nicht Hardcore, da hätte ich jetzt mal eigene Typen abgeknallt. Meine Lakinet dahinter. Hier kommt einer. Ah, hier hocken sie auch in Häusern drin. Das kennen wir ja auch schon von Call of Duty so ein bisschen. Das Gekämpfe geht jetzt schon los, aber das bringt uns ja nichts. Uiuiui. Okay. Six sauer. Ich bin auch gleich sauer. Buddy Spawn, naja, wir müssen jetzt echt mal, das ist wirklich am Anfang, muss man sich eingewöhnen. Aber so im Großen und Ganzen, das Ding macht Gaudi. Das Ding rockt. Hier kommen wir leider nicht durch. Aber wenn ich jetzt hier mit ihm gemeinsam rumlaufen würde, zum Beispiel. Ah, was habe ich jetzt hier? Einen kleinen Granatwerfer. Den setzen wir gleich mal ein. Da tuben wir mal eine Runde rum. Die Noob-Tube ist schon am Start. Okay. Da rechts ist einer. Okay, und Retterkill haben wir auch noch bekommen. Also wie im Battlefield schon gewohnt, wird man hier für jeden Scheiß wieder belohnt, kriegt Punkte.
für jede kleine Aktion, die man macht. Mal gucken, hier kamen da vorhin ein paar Typen hoch. Dass wir die Ecke mal bitte decken hier. Okay, den haben wir geholt. Neue Unterstützungsaktion verfügbar. Da gucken wir gleich mal, was das Ganze ist. Wie kann man das auswählen, das Ganze? Okay. Wir müssen uns in irgendeine hohe Posi suchen. Ah, hier kommt ein Typ. Gott sei Dank, den haben wir noch geholt. Schauen wir mal. Dass ich hier irgendwo hinkomme, wo ich bitte was zum Klotzen habe. Okay. Schon geht's ab. Nebelwand haben wir jetzt freigeschalten. Bringt uns natürlich nichts. Wäre besser, wenn wir da Angreifer wären. Der Typ, der campt da jetzt auch. Also sowas, das mag ich mal überhaupt nicht, wenn die Leute jetzt campen anfangen. Was haben wir denn noch hier? Keine Unterstützungsaktion. Ich weiß auch nicht, wovon das im Moment abhängig ist, dass da was kommt. Hier ist doch irgendwo einer. Hier läuft doch einer. Ich höre einen. Wir machen uns auf jeden Fall gut. Noch eine Minute und die haben es gerade mal geschafft. Ah, hier. Au. Ich könnte ihn auch heilen oder Muni geben, wenn ich in der Nähe bin. Bringt natürlich nur was, wenn man nicht drauf geht in dem Moment. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube, die Runde gewinnen wir wieder. Weil ich glaube, in zwei oder in einer Minute, ich weiß nicht, ob die Zeit sich verlängert. Ah, die Zeit bleibt stehen. Die Zeit bleibt stehen, wenn die Bombe aktiv ist. Meine Granate dahinter. Hier seht ihr jetzt Buddy versorgen. Ah, man kann ihm Muni geben und heilen. Also es gibt keine Sunny-Klasse direkt. Da unten ist einer auf jeden Fall. Ja, natürlich heilen die anderen einen nicht. Ihr kennt das ja auch schon aus Battlefield. Okay, wieder eine Position ist weg. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Zeit die Leute da noch haben. Gut, wie viel Zeit haben sie? Wird gerade nicht angezeigt. Wir haben keine Unterstützungsfunktion. Ich denke mal, warum wir Rauch haben. Ich will auch so Raketen haben. Da muss man sich, denke ich mal, noch ein bisschen einlesen in das Ganze. So, jetzt schauen wir mal, wo die Typen als nächstes kommen könnten. Hier unten ist ein Ziel, was sie sprengen könnten. Da gehen wir mal hin. Ich höre da auch schon Schüsse da hinten. Okay, 4 Minuten pro Station haben sie. Ich bin ja sowieso nicht der Zoom-Zocker. Da vorne, guckt es euch an. Der ist auch weg. Wir bleiben mal hier die Ecke mal ein bisschen hocken. Da ist wieder einer. Spawnpunkt, würde ich mal sagen. Okay. Was auch immer ducken ist, vielleicht gibt es das auch gar nicht in dem Spiel. Ein bisschen beobachten hier, ob das wirklich ein Spawnpunkt ist. Da unten, das wäre nämlich wunderprächtig. Da ist wieder einer. Genau. Nebelwand, Mörser. Links ist Mörser, rechts ist Nebelwand. Okay, das ist gut zu wissen, weil... Passt mal auf, was wir jetzt machen. Jetzt hauen wir dann Mörser den Typen aufs Dach, direkt auf den Spawn. Lol. Das ist ja mal böse, Leute. Das ist ja mal richtig böse. Okay, das ist jetzt nicht das Feine hier, was ich hier gerade abziehe. Jetzt gehe ich mal zu meinem Buddy, vielleicht brauche ich ein bisschen Muni oder sowas. Okay, das macht auf jeden Fall Gaudi. Das macht richtig Gaudi, das Spiel rockt. Okay, mal gucken. Ich will auf der Minimap ab und zu mal gucken, ob da einer markiert wird. Weil solange es da keine Schallis und sowas gibt, denke ich, wir brauchen ja keine Angst haben, dass wir hier Leute nicht sehen können. Okay, der ist weg. Also umlaufen wie im Battlefield funktioniert auch hier. Und solange die Leute die Karte noch nicht kennen, ist es natürlich übelst spaßig hier. Die kämpfen sich dann hier nämlich irgendwo ein Wolf. Wollen wir mal Messerkill probieren? Los, wir probieren mal Messerkill. Jawohl. Demütigung. Das gefällt mir. Da kann der Typ auch nichts dagegen machen. Den haben wir schön auf die Fresse gehauen. Also die Animation ist natürlich noch härter als im Battlefield schon. Also, das ist mal das erste Zwischenfazit. Wir sollten wieder nach links gehen. Das hat Gaudi gemacht. Da können wir so wieder umlaufen. Das werde ich auch machen.
Oh, da ist einer hinter uns. Okay, der hat uns auf die Fresse gehauen, würde ich sagen, oder? Ey, Sig Sauer, der hat hier Pistole oder Gewehr. Irgendwas hat er da noch gehabt. Ah, der sieht gut aus. Mein Buddy, der kriegt wieder richtig auf die Fresse. Das brummen wir gleich mal. Du... Okay, und dann kann... Wenn ich den nämlich abknalle, nachdem mein Buddy gekillt wurde, kann mein Buddy direkt bei mir wieder einsteigen und muss nicht erst warten. Aber mein Buddy hat das also nicht gewusst. Ist es auch draufgegangen? Scheiße, was? Okay, wieder ran hier. Wir müssen vor. Die dürfen die Bombe nicht schalten. Wir müssen die entschärfen, ansonsten verlieren wir die Runde noch. Granate da rein in die Butze. Ich habe echt einen abgeknallt. Okay, hier geht's nicht weiter. Schade. Und rüber damit. Okay, aus der Hüfte ballern ist gar nicht so sein Ding. Aber sie haben nur noch 20 Sekunden, dann ist die Runde vorbei. Das sieht gut aus. Buddy in Gefahr. Das gefällt mir nicht, den muss ich retten. Also man bekommt echt so ein bisschen das Gefühl, ich muss immer auf meinen Kollegen aufpassen. Wieder tot. Oh oh. Oh oh, Leute. Gerade eben geht es hier richtig ab. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Was geht jetzt ab? Das mit den Ducken, das gefällt mir noch gar nicht hier, das Ganze. Aber ich sehe auch keinen geduckt irgendwo rumliegen. Oh, jetzt muss ich schon... ich habe kein Fireteam mehr, wie es aussieht. Ja, ich habe kein Buddy mehr. Ich muss jetzt immer in der Hauptbasis rumeiern. Okay, jetzt zerlege ich sie gerade alles irgendwie. Wieder 4 Minuten. Oh oh. Der Helikopter hat Nachschub an Bord. Wir müssen ein bisschen laufen hier. Das gefällt mir gerade absolut nicht, was hier abgeht. Hier rechts ist einer. Ach, da kommt er schon. Spielverderber. Boah. Wo war man jetzt hier gerade gelandet? Ah, Kanonier. Also wenn du ein Land spielst, dann bekommst du auch neue Klassen. Das ist schon mal gut. Also du hast am Anfang nicht alles zur Verfügung. Oh, wieder neuer Rang. Sehr schön, das gefällt mir. Ich würde meinem Buddy helfen. Aber gerade eben, wo ist der? Oh, Leute, hier, jetzt scheppert's und knallt's an jeder Ecke und Kante hier. Tot. Was war das jetzt, bitteschön? Eine Granate, ja, okay. Wer da so rumkämpft, so wie ich. Es gibt auch wieder Platoons, die man bilden kann in Dingens, also in Medal of Honor. Ähnlich wie in Battlefield. Was ist denn das jetzt für eine verbuggte Scheiße hier? Ah, wenn er... War die in Gefahr? Da lässt er mich auch gar nicht spawnen. Das finde ich mal gar nicht mal so schlecht. Weil ihr kennt das sicherlich aus Battlefield, wenn ihr bei den Kollegen einsteigt und der steht gerade unter Beschuss, du spawnst, bist tot. Und da kämpft einer. Ich könnte so kotzen. Guckt euch den Typen an. Der hockt da hinten schon die ganze Zeit, glaube ich. Jetzt seht ihr hier, mein Kollege ist sicher, kann ich bei ihm spawnen. So, gucken, ob er irgendwas braucht. Brauchst du irgendwas? Okay, dann gehen wir jetzt mal hin, wir probieren mal das ganze Ding zu entschärfen. Wieder tot, der kleine Double Kill gemacht. Lag der gerade, sehe ich das richtig? Also irgendwie muss man sich hinlegen können, ich frage mich nur wie. Sollten wir das noch hier probieren? Hier ist ein Typ. Ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz, würde ich mal sagen.
Feuerunterstützungsschleife. Verdammt, das war's. Mission gescheitert. Hier sehen wir eine kleine Animation. Fireteam Charlie. Das ist das beste Fireteam. Das wird nochmal extra belohnt. Wenn das nicht anspornt, weiß ich auch nicht. 14 zu 17. Negativ. Hat gut angefangen. Hat stark angefangen. Danach habe ich noch stärker nachgelassen. So, nochmal eine kleine Zusammenfassung, was wir jetzt hier alles bekommen haben. Private 3 sind wir geworden. Danach gibt es noch ein paar Aktionsbelohnungen, Feuerunterstützungsschleifen, das sind die Ribbons, denke ich mal, die wir aus Battlefield schon kennen. Die werden hier nicht einzeln nur angezeigt, sondern einen Token haben wir auch noch bekommen. Was haben wir noch? Auszeichnungen, verdienstvolle Einheit, Angreifer. Ja, das sieht ganz gut aus. Gut, ich würde sagen, ich zocke jetzt mal noch ein paar Runden, aber ich würde sagen, auf meinem Kanal gibt es in Zukunft ein paar Medal of Honor Gameplay Videos mehr. Also Leute, viel Spaß beim Daddeln. Bis bald, ciao, ciao, euer Tom Thompson.